Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Wer sagt denn das Box von Deichkind. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wer sagt denn das von Deichkind? Das Ganze am 27. September erschienen. Wir haben hier eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus, eine ziemlich große weiße Box mit schwarzem Aufdruck. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Aufkleber. Und zwar lesen wir hier auf diesem gelben Sticker, richtig gute Box. Ja, ich bin gespannt, ob dieses Versprechen, diese Vorhersage eintreffen wird. Wir werden das Ganze mal hier an der Schweißnaht öffnen. Und dann nehmen wir mal die Folie ab. Okay, gut. Falsch gesehen, es ist gar kein Sticker gewesen, sondern das Ganze ist hier aufgedruckt. Also auch nach der Folie bleibt uns das noch erhalten. Und es ist hier wirklich ein gelber Aufdruck und gar kein Sticker. Gut, also hier oben lesen wir einmal waagrecht Deich, dann senkrecht Kind, wobei eben das I hier zweifache Verwendung findet. Und hier unten haben wir dann den Albumtitel, Wer sagt denn das? Und dann haben wir hier so zwei Kästchen zum Ankreuzen, wir oder die. Ja, also das kennt man noch aus der Schule oder generell so Multiple-Choice-Tests. Ja, ist natürlich die Frage, wer denn das sagt. Schauen wir mal, ob wir es rausfinden. Wir haben hier auf der Seite einmal die Herrschaften von Deichkind in ihren wunderbaren Outfits, also das ist ja echt so ein Markenzeichen von ihnen, diese ausgefallenen Kostüme und diese Outfits, ja, finde ich nach wie vor einfach nur unfassbar gut. So, das Ganze zieht sich dann auch auf der rechten Seite durch. Hier lesen wir nochmal wir und die. Ja, das ist übrigens ein sehr schöner Rucksack hier. So sieht das aus. Also rundum hier diese Gestalten. Dann lesen wir auch nochmal, wer sagt denn das? Und dann haben wir hier den Boxboden und auf dem ist einiges. Und hier haben wir einerseits mal den Aufdruck der einzelnen Boxinhalte. Hier lesen wir 2 CD Deluxe, Klebeband, Fragenkombinierer, Stickerbogen, A0 Wendeposter und Fanschall. Darunter die Credits und einen Barcode. Und hier oben haben wir dann noch einen Text und zwar nicht einfach nur Tracklist oder Boxinhalt, sondern hier lesen wir etwas Besonderes. Also, ich lese mal vor. Hier drin ist natürlich die kernige Albumnuss, aber als Bo-Nuss auch die Instrumentals, falls jemand dann die Texte auswendig herpullern kann. Dazu hochlange Poster in der englischen Qualitätsstufe Highest Quality, ein RGZ-Stickerbogen, Sticker, die Sticker als Gütesiegel mit I statt IE, okay. Gütesiegel auf richtig gutes Zeug und schick's uns zu. Klebrolle in Silber, ein Deichkind-Fragenkombinierer, der einen erlöst vor der Twitter-Angst. Und früher, in der ganz, ganz kurzen Zeit, als es die Bonner Republik und das Internet gleichzeitig gab, enorm bei Sprechpuppen jeden Alters beliebt war. Ja, so ist es. Nicht zu vergessen, auch ein Schal ist drin, damit dein Bier nicht schal wird. So ein lustiger Gag. Mir fallen die Rollen vom Laptop ab. Haha. Da sieht man aber, wie selbst aus der Ferne diese Box schon wirkt. Ne? Ja, also, das ist auf jeden Fall mal ein spannender Text. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen mal hinein. Von innen überraschenderweise in so einem lila-blau gehalten. Okay, ich hätte jetzt ehrlich gesagt mit weiß oder schwarz gerechnet. Dann haben wir hier einmal wunderbar einen Stickerbogen zu oberst. Dann den Fanschall. Ah ja, ich wollte gerade sagen, da ist noch was drin. So, den Fanschall. Dann haben wir hier eine Rolle Klebeband. Das Album an sich. Das dürfte dann wohl dieser Fragenkombinierer sein. Und dann haben wir noch ein Poster. Wenn wir das hier rausbekommen. Jawohl. Uiuiui. Also, das dürfte echt riesig sein. So. Unten ist das Ganze dann auch wieder in diesem Blau gehalten.
Es sieht jetzt eventuell, na doch, man sieht den Unterschied in der Kamera. Ich wollte gerade sagen, das habe ich auch noch nie erlebt, dass vom Innenleben der Box zwei verschiedene Farben verwendet wurden. Also hier einmal so ein Blau, ja, hell mittelblau und dann hier eben so ein lila Blau. Sehr spannend. Dann packen wir das mal wieder zusammen und zur Seite. Und dann können wir auch direkt starten. Wir starten wie immer mit dem Album an sich und nachdem das ja noch in Folie ist, werden wir die Folie abmachen. Aber vorher lesen wir hier noch den Sticker. Limitierte Doppel-CD, Deluxe mit Instrumental-Bonus-CD inklusive, wer sagt denn das, und richtig gutes Zeug. Ja, das sind ja Single-Auskopplungen gewesen. Mittlerweile gibt es ja einige, aber unter anderem eben richtig gutes Zeug und wer sagt denn das. So, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier ein Digipack vom Design her, wie auch schon der Boxdeckel gehalten, also ganz schlicht hier in weiß und schwarz. So sieht das von der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier auf CD Nummer 1 18 Tracks, also das ist echt eine Menge. Und auf CD 2 haben wir dann die Instrumentals. Das sind dann nur 17. Wieso das? Weil wir haben hier den Track Nummer 1, hier dieses Hashtag WSDD, also wer sagt denn das? Und das fällt hier weg bei den Instrumentals. Credits und Barcode wieder darunter. Und hier haben wir dann noch diese Abbildung, ich glaube es ist sogar das Thumbnail von richtig gutes Zeug. So sieht das aus. Dann schauen wir mal hinein. Es ist übrigens das 7. Album von Deichkind. Also, wir haben hier erstmal ein Booklet mit diesen beiden Robotern hier, die die bekannten Deichkind-Kopfbedeckungen tragen. Was lesen wir hier? Gewinne, Gewinne. Ja, sieht so aus, als würde der demnächst in eine Bank einreiten. Richtig gutes Zeug. Jawohl, da ist er. Der Rucksack. Super. Jawohl. Okay, das gefällt mir immer sehr gut. Wir haben hier die gesamten Lyrics, so wie es aussieht. Okay, also sehr viel Text zum Mitlesen, zum Nachlesen. Cliffhanger. Ah, dachte ich schon, das wäre zum Rausfalten irgendwie ein Poster, aber nein, das war hier so etwas zusammengeklebt. Knallbonbon. Wieder jede Menge Text. Weitere Fotos. Also diese Outfits, die sind echt unfassbar. Muss echt eine Heidenarbeit sein, die irgendwie herzustellen. Bude voll People. Und das Booklet ist, wie wir sehen können, auch sehr, sehr umfangreich. Also es ist sehr dick und wir haben hier ohne Ende Fotos drin. Also wirklich Fotos ohne Ende und Text ohne Ende. Und zum Abschluss gibt es natürlich auch noch die Credits zum Album. Jawohl, also das Booklet schon mal sehr gelungen. So, dann packen wir das wieder rein. Wenn es denn geht. So. Dann haben wir hier auf der rechten Seite, überraschenderweise nicht auf der linken Seite, sondern auf der rechten Seite, die Album-CD. Ist so gehalten in diesem Lila mit diesen Robotern. Hier auch wieder zu sehen. Und auf der linken Seite haben wir dann die Instrumentals. So sieht das aus. Also Instrumentals lesen wir hier dann noch auf der CD. Auch hier wieder, also insgesamt dann, wenn man das hier so zusammennimmt, 6 dieser Roboterarme samt diesen Pyramiden am Kopf. So, dann auch nochmal hier die Herrschaften abgebildet. Sehr schön. So viel zu dem Album. Wie gesagt, 18 Tracks plus 17 Instrumentals. Das ist eine Menge. Dann haben wir einen Stickerbogen. Der kommt im Hochformat und wir haben hier sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 2, 4, 6, 7, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe. Also es sind 35 Sticker und es sind alle ident. Also wir lesen hier überall Deichkind und RGZ. Das Ganze in schwarz und gelb designt. Und rundherum haben wir dann noch hier so ein graublau, aber das ist dann eben nicht auf den Stickern drauf. Also wenn wir die Sticker dann rauslösen, haben wir wirklich nur diese runden schwarz-gelben Sticker. Ja, 35 mal. Dann haben wir den Fanschall. Der ist wie auch schon die Box gehalten in weiß und schwarz.
Und hier lesen wir einmal auf der linken Seite RGZ, also die Abkürzung für richtig gutes Zeug. Dann hier in der Mitte in Schwarz lesen wir dann Deichkind. Und auf der rechten Seite dann auch wieder RGZ. Das Ganze ident auf der Rückseite, also beide Seiten gleich gestaltet. Und dann haben wir hier noch schwarze und weiße Fransen auf der Seite. Also dieser Schal durchgehend in Schwarz und Weiß designt. So sieht er dann aus. So, auch den gehen wir mal zur Seite. Dann haben wir eine Rolle Klebeband. Gab es ja auch schon diverse Male in solchen Boxen. Was lesen wir hier dann? Wer sagt denn das? Okay, also der Albumtitel hier in Weiß und Schwarz hier auf dem Klebeband. Und dazwischen dann auch nochmal so Deichkind-Schriftzug. So sieht das aus. Ja, kennt man. Klassisches Klebeband. Halbwegs dick das Ganze und eben in Weiß und Schwarz designt. Dann haben wir ein Poster mit dabei und es ist rein vom Material oder rein vom, ja, auch vom Druck her auf jeden Fall mal was Besonderes, denn es fühlt sich ganz anders an als die meisten Poster und es ist auch, ach du Scheiße, es ist riesig. Uiuiuiui. Okay, also wir haben hier ein riesen Poster und hier haben wir dann diese 6 Roboterarme, die wir auch schon aus dem Booklet kennen, vor diesem lilanen Hintergrund und darüber haben wir dann in Weiß den Deichkind-Schriftzug, das ist im Querformat und dann haben wir das Ganze auch noch auf der Rückseite bedruckt. Ich hoffe, ich kann euch das halbwegs einfangen, denn es ist echt unfassbar groß. Hier haben wir dann die Herrschaften in einer riesigen Baggerschaufel sitzen mit diversen Einkaufstaschen. Also ich glaube, das dürfte aus dem Video von Dinge entstanden sein, dieses Foto. In dem Video zu Dinge waren ja auch diese Taschen und das alles im Einsatz. Also was haben wir hier unter anderem Job und Prada und hier dann noch so weitere Einkaufstäschchen. Und die hängen hier wirklich an so einem orangen Baggerarm, sitzen in der Baggerschaufel. Und hier ganz oben rechts haben wir dann noch RGZ Deichkind. Ja, wie gesagt, das Poster ist vom Material her sehr besonders, denn es ist so ein, ja, es fühlt sich nicht wie reguläres Papier an. Es fühlt sich so ein bisschen nach Plastik oder irgendwie ein bisschen hochwertiger an als so reguläres Posterpapier. Und ich glaube, es ist auch entsprechend, ja, stabiler oder die Knicke sind auch gar nicht so stark da zu sehen. Also ich bin sehr beeindruckt von diesem Poster. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch den Fragenkombinierer oder den, wie wurde das genannt? Sekunde, war das Antwortkombinierer? Nein, es war richtig, hier, den Fragenkombinierer. So, jetzt bin ich mal gespannt. Es sieht auf den ersten Blick aus wie so ein Jahreskalender für den Schreibtisch. Man kann das, glaube ich, dann auch genau so, genau, weil wir haben hier dann unten so zum Auffalten. Das heißt, wir können das Ganze dann hier so hinstellen und dann, schauen wir mal kurz rein, haben wir hier, ist Deichkind auf einem Tennisturnier, ist Binge-Watchen politisch korrekt. Okay, also wir haben hier links und rechts jeweils dann zum Umblättern und je nachdem, ob man den ersten oder den zweiten Teil der Frage dann abwandeln möchte, kann man hier dann natürlich herumdrehen, wie zum Beispiel, jetzt reiner Zufall. Ja, das ist natürlich sehr passend. Sind Zigaretten, kurz mal, Zigaretten holen? Ja, oder sind 28k Views in 8 Minuten, kurz mal Zigaretten holen? Sind Hater in der MeToo-Debatte zu kurz gekommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mit diesem, weil es ist auch hier noch auf der Rückseite beschriftet, sind diese Roboter von allen guten Geistern verlassen, hat man auf jeden Fall unfassbar viel Material und kann hier hunderte, wenn nicht tausende Fragen miteinander kombinieren. Ja, da wird einem, glaube ich, auch nicht so schnell langweilig. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet.
Einmal der eben gezeigte Fragenkombinierer. Dann haben wir hier dieses Poster. Format war, wenn ich es nochmal kurz nachlese, A0. Also das ist echt eine Menge. A0 ist, glaube ich, so die größte Postergröße, die man in solche Boxen reinpackt. Ein A0-Poster, beidseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Dann der Fanschall in Weiß und Schwarz. Ebenso wie das Klebeband. Dann haben wir diesen Stickerbogen hier mit 35 Stickern, allesamt kreisrund. Und natürlich das Album an sich mit 18 Tracks plus 17 Instrumentals im Digipack. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Wer sagt denn das von Deichkind? Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Deichkind unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.